Hallo, auch heute begrüße ich euch wieder zu unserer Online-Ausbildung. Der zweite Versuch, nachdem wir das letzte Mal leider die Ausbildung abbrechen mussten wegen einem Einsatz, versuchen wir es heute einfach noch einmal. Bitte habt Verständnis, wir werden die Ausbildung noch mal von Anfang an starten, damit es ein flüssiges Durchgehen ist und dass wir auch nachher ein komplettes Video online stellen können. Unser Thema heute, wie beim letzten Mal auch, Taktik im Feuerwehreinsatz. Feuerwehrtaktik ist ja eigentlich Sache des Einsatzleiters. Er legt fest, wie wir im Einsatz agieren, wie wir arbeiten. Aber auch für euch als Feuerwehrmannschaft ist es wichtig zu wissen, welche Möglichkeiten haben wir als Feuerwehr denn im Einsatz, nach welchen Taktiken arbeiten wir. Und was will mein Einsatzleiter von mir, wenn er mir Befehle gibt, beziehungsweise welcher Hintergrund könnte dahinter stecken? Weil wir wissen alle, im Einsatz kann man nicht groß diskutieren, da muss es einfach immer flott und schnell gehen, aber das versuche ich euch heute ein bisschen nahezubringen. Welche Möglichkeiten, welche taktischen Möglichkeiten haben wir denn im Einsatz überhaupt? Egal, welche Art von Einsätze wir fahren, ob Brandeinsatz, THL-Einsatz, sonstiger Einsatz, es gibt eigentlich immer vier taktische Möglichkeiten, die wir mehr oder weniger oft auch anwenden. Hier mal der erste Überblick. Der Angriff. Nach vorne gehen, irgendetwas unternehmen, die Gefahr bekämpfen. Retten oder in Sicherheit bringen. Auch das ist ein wichtiges Ziel, das wir relativ häufig anwenden, vor allem wenn Personen betroffen sind. Verteidigen. Das wollen wir uns heute auch anschauen und ihr werdet merken, ich werde da schon einen Schwerpunkt drauflegen, weil das ist ein Punkt, der für einen Einsatzleiter sehr wichtig ist, aber oft an der Einsatzstelle nicht ganz so umgesetzt wird, wie sich der Einsatzleiter das vielleicht vorstellt, weil gerade die Mannschaft oft dann auch nicht versteht, warum muss ich jetzt das so machen, warum darf ich nicht was anderes machen. Und natürlich als letzte Möglichkeit der Rückzug. Das ist nicht nur bei mir auf der Folie die letzte Möglichkeit, sondern auch im wahren Feuerwehreinsatz ist das immer die letzte Möglichkeit, die wir haben. Schauen wir uns die einzelnen Punkte mal nacheinander an. Der Angriff. Angriff, sehr militärisch, heißt, wir gehen nach vorne, wir wollen etwas unternehmen, wir wollen helfen, wir wollen das Feuer bekämpfen, wir wollen irgendetwas tun. Wir wollen die Gefahr aktiv bekämpfen. Das fängt schon in dem Moment an, wo unser Piepser geht. Der Piepser geht, wir werden alarmiert, wir fahren ins Feuerwehrhaus, wir rücken mit unserem Feuerwehrfahrzeug aus. Wir fahren an den Einsatzort hin, wir rennen nicht weg, wir ziehen uns nicht zurück. Nein, wir wollen aktiv nach vorne, wir stellen uns der Gefahr und wollen dort helfen, wollen retten, wollen löschen. Das ist eigentlich unser Hauptauftrag, den wir haben, den wir eigentlich auch immer anwenden. Manchmal vielleicht etwas verzögert, aber der Angriff ist eigentlich immer unser Weg, den wir in den 99% der Fälle auch irgendwann einleiten und tun. Wie kann dieser Angriff aussehen? Ganz klassisch, der Löschangriff. Der Name sagt es schon, wir versuchen das Feuer zu löschen, wir greifen das Feuer an. Wir wollen es bekämpfen. Eine eingeklemmte Person nach einem Verkehrsunfall retten, auch das ist ein Angriff. Wir nehmen schweres Gerät mit nach vorne, Schere, Spreizer, Hebekissen, was wir alles haben und versuchen dieser gefährdeten Person bestmöglich zu helfen. Wir versuchen auch dort, die Gefahr für diese Person zu beseitigen und die Person zu befreien. Auch eine Ölspur bekämpfen ist eine Art des Angriffs. Öl auf der Straße stellt eine Gefahr dar, wir wollen diese beseitigen, also greifen wir sie an und streuen Ölbinder in dem Fall drauf. Ich denke, diese Liste könnten wir an dieser Stelle noch um einige Punkte erweitern. Aber ich glaube, ihr versteht auch so, was ich hier meine, weil, wie gesagt, das ist ja unser alltägliches Geschäft, das, was wir in jedem Einsatz eigentlich tun.
Darum springe ich auch schon zum zweiten Punkt, retten. Retten heißt immer Menschen und Tiere retten oder Sachwerte zu bergen und in Sicherheit zu bringen. Personen und Tieren aus dem Gefahrenbereich bringen. Selbst wenn ich das Feuer vielleicht noch nicht angreifen kann, weil ich noch keine Schlauchleitung habe, weil ich noch kein Wasser habe, ich kann eventuell schon Personen aus dem Gefahrenbereich bringen. Ich rette sie. Sachwerte in Sicherheit bringen, hatte ich schon kurz angesprochen. Wertvolle Maschinen, Fahrzeuge aus dem Gefahrenbereich bringen. Kunstschätze retten. All das fällt unter diesen Begriff. Auch hier wieder gäbe es sicher viele Möglichkeiten, die wir aufzählen könnten. Kommen wir zu dem Punkt, der mir eigentlich heute sehr wichtig ist. Die Verteidigung. Die Verteidigung heißt, die Ausbreitung der Gefahr in irgendeiner Form zu verhindern. Je nach Einsatzart stellt sich das natürlich wieder ganz verschieden dar. Auch hier ein paar Beispiele vorneweg. Nachbargebäude schützen. Das betrifft jetzt in erster Linie wieder den Brandeinsatz. Die Gefahr durch Hitze und Feuer ist so groß, dass wir die Nachbargebäude schützen müssen. Aber verteidigen ist auch, zu verhindern, dass Gefahrgut oder gefährliche Stoffe sich weiter ausbreiten. Auch wenn wir sie im Moment vielleicht noch nicht bekämpfen können, wir können in einer Erstmaßnahme verhindern, dass diese Stoffe in einen Gullideckel laufen, dass sie in den Straßengraben laufen, dass sie sich großflächig ausbreiten. Verteidigen. Hier nochmal ein paar Beispiele dafür, manches habe ich gerade eben auch schon gesagt. Warum wähle ich die Verteidigung? Weil die Brandlast bei einem Feuer so hoch ist oder eine sehr große Hitzeentwicklung vorhanden ist, die ich mit einem Angriff noch nicht löschen kann oder die Gefahr nicht schnell genug beseitigen kann. Von daher muss ich eventuell auch Nachbargebäude eben schützen. Das trifft meistens bei entweder großen Industrieobjekten, Schreinereien, Handwerksbetrieben zu, wo wir eine wirklich hohe Hitzeentwicklung und eine hohe Brandlast haben, oder eben auch in Altstadtbereichen, wo die Gebäude so eng aneinander stehen, dass ich einfach schauen muss, wie ich die Gebäude des Nachbarn schütze. In einer Neubausiedlung mit weitem Gebäudeabstand wird das sicher weniger oft vorkommen. Warum muss ich das machen? Entweder, weil eben die Brandlast so hoch ist, oder eventuell auch, weil ich gerade in den ersten Minuten des Einsatzes noch zu wenig Personal oder auch zu wenig Löschmittel habe. Mir reicht mein Löschwasser noch nicht, um einen wirklich funktionierenden Angriff vorzubereiten oder durchzuführen. Ich muss erstmal verteidigen. Ich werde bei dieser Strategie sicher nicht bis zum Schluss bleiben, aber für die Erstmaßnahme muss ich meine knappen Ressourcen einsetzen, um erstmal Nachbargebäude, andere Objekte zu schützen. Mangel an geeigneten Mitteln zur Aufnahme von Gefahrstoff. Auch das ist ein Grund, warum ich eben eine Verteidigung aufbaue. Erst einmal einen Riegel aufbauen, das verhindert, dass die Gefahrstoffe sich weiter ausbreiten. Das kann mit Spaten und ein bisschen Erde sein, Sand, egal was ich zur Hand habe, einfach verhindern, dass sich irgendetwas weiter ausbreitet. Und zu guter Letzt kann es natürlich auch vorkommen, dass wir einer Gefahr gegenüberstehen, die wir in dieser Form einfach nicht bekämpfen können, die uns vor eine Herausforderung stellt, die wir so nicht ohne weiteres handeln können, weil wir Sonderlöschmittel brauchen, weil irgendwelche anderen Maßnahmen erforderlich sind, die wir als Feuerwehr nicht haben oder nicht zeitnah zur Verfügung haben. Auch dann müssen wir schauen, die Gefahr einfach nicht zu bekämpfen, sondern die Nachbarobjekte zu schützen. Ich habe euch einmal ein Video mitgebracht, das ich jetzt einfach mal durchlaufen lassen will. Es ist vor einigen Jahren in Homburg entstanden. Daher habe ich das auch. Brand einer Schreinerei, Zimmerei im Altort.
Ihr seht hier, hinter der Drehleiter ist eigentlich der Hauptbrandort. Hier hinten brennt es lichterloh, man sieht hier die Flammen. Aber man sieht hier auch am Nachbargebäude schon eine starke Rauchentwicklung. Die Rauchentwicklung kommt nicht daher, dass es dort schon wirklich aktiv gebrannt hätte, sondern dass es durch die Hitze einfach schon sich so weit hat ausbreiten können oder die Hitze das Nachbargebäude schon beschädigt hat. Es kam schon zu einer Rauchentwicklung. Ich habe hier auch noch mal ein Foto rausgezogen. Ich wähle auch mal bewusst eine Vergrößerung, damit man das hier noch mal gut sehen kann. Oh, funktioniert leider nicht so, wie ich es will. Ihr seht hier am Nachbargebäude eine starke Rauchentwicklung. Der helle Punkt hier in der Mitte ist kein Feuer, das ist eine Straßenlaterne, die an dem Punkt steht. Das Gebäude wird schon so hoch mit Hitze beaufschlagt, dass es anfängt zu rauchen und zu qualmen. Teilweise sind an diesem Objekt dann schon Rollläden aus Kunststoff geschmolzen und andere Schäden waren deutlich zu erkennen. Wäre hier nicht eine Riegelstellung vorgenommen worden, eine Verteidigung, wäre es sicher zu weiteren Schäden gekommen. Man sieht hier, die Feuerwehrleute bereiten gerade einen Löschangriff vor, aber nicht um das Feuer zu löschen, sondern, wie man auf dem nächsten Foto erkennen kann, um das Gebäude zu kühlen. Man sieht hier wieder den Feuerwehrmann, wie er ganz bewusst die Fassade des Nachbargebäudes kühlt. Der Brand auf der anderen Seite kann gerade noch nicht bekämpft werden. Genau den Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Ihr seht, die Drehleiter, die hier im Vordergrund steht, ist einsatzbereit. Der Schlauch hängt dran. Die Mannschaft ist da. Eigentlich könnte die anfangen, einen wirklich massiven Löschangriff vorzubereiten. Es fehlt schlichtweg das Löschwasser bei diesem Einsatz. Durch die enge Bebauung, durch die Situation, dass es im Altort war, haben die Hydranten einfach nicht genügend Wasser hergegeben für einen umfangreichen Löschangriff. Der konnte erst wirklich Minuten später beginnen, nachdem eine Schlauchleitung vom Main nach oben gelegt wurde. So lang waren wir gezwungen, die Nachbarhäuser zu schützen. Und gerade in dieser Situation ist es auch wichtig, wenn der Einsatzbefehl kommt: Jungs, schaut zu, dass ihr mir dieses Gebäude halten könnt. Dann hat das oberste Priorität. Weil in so einer Situation Wasser in einen riesigen Brandherd zu spritzen, macht eigentlich gar keinen Sinn mehr. Das Objekt, das brennt, ist zu diesem Zeitpunkt schon hoffnungslos verloren. Das Einzige, was wir in der Situation mit zu wenig Löschwasser, zu wenig Personal, mit zu wenig Ressourcen wirklich sinnvoll machen können, ist zu versuchen, die Nachbarobjekte zu schützen. Auch das ist eine Art der Verteidigung. Ist erst vor wenigen Tagen auf der Autobahn entstanden. Auch hier das Problem: der Dieseltank dieses LKWs nach einem Verkehrsunfall war undicht, es ist Diesel ausgelaufen. Im ersten Moment stehen einfach nicht genügend Ressourcen zur Verfügung oder man kann nicht abschätzen, wie viel Öl da jetzt noch nachläuft. Man muss sich die Strategie des Verteidigens aussuchen und entscheiden, ja, den Ölbinder, den ich habe, füge ich einfach als ein Wulst, als einen kleinen Damm hier auf die Fahrbahn, um zu verhindern, dass sich das Öl, der Diesel, der in dem Fall ausläuft, weiter ausbreitet und in den Straßengraben läuft. Das Öl, das rausläuft, ist immer noch da. Es läuft auch immer noch auf die Fahrbahn, aber es wird verhindert, dass es sich weiter ausbreitet. Und erst in einem späteren Einsatzschritt kann man dann überlegen und schauen, wie wir diese Gefahr auch wirklich bekämpfen können. Ein paar Mittel zur Verteidigung. Die beziehen sich jetzt in meinem Fall eigentlich erstmal auf den Brandeinsatz. Mit Strahlrohr und Sprühstrahl. Ich betone Sprühstrahl, weil das ist die effektivste Möglichkeit. Eine Nachbarfassade kühlen. Für den Einsatzleiter ist wichtig abzuschätzen, erreicht ein Strahlrohr. Man sagt so als Faustformel, ein
C-Rohr hat eine Deckungsbreite von 10 Metern. Also das C-Rohr schafft es, ungefähr 10 Meter Fassade zu kühlen, effektiv zu kühlen. Nicht, weil es nicht weiter spritzen könnte. Nein, weil bei 10 Metern ist dann der Bereich, wo A, das Wasser nicht mehr sauber auftrifft, wo es zu viel unterwegs verloren geht, beziehungsweise wo der Trupp auch gar nicht schnell genug hin und her wechseln kann, um die Fassade zu kühlen. Sprühstrahl ist deshalb wichtig, wir wollen ja einfach nur Wärme wegnehmen, Energie wegnehmen. Wir wollen nicht die Fassade waschen. Wir wollen auch nicht das Schlafzimmer der Oma fluten, weil da das Fenster vielleicht noch gekippt ist. Sondern wirklich nur die Fläche kühlen. Besonders wichtig, Dachvorsprünge, Dachrinnenbereiche, überall wo sich die Hitze fängt, wo Holz zu sehen ist, die wirklich immer regelmäßig nass machen. Und wie gesagt, nicht das Feuer löschen, einfach nur kühlen und schützen. Eine andere Möglichkeit ist dann ein Hydroschild. Riesenvorteil, ich kann es unabhängig von Personal in einer engen Gasse einsetzen. Die Wurfweite oder Wurfbreite ist abhängig je nach von Modell 15 bis 30 Meter. Ihr seht eine größere, wesentlich höhere Reichweite. Aber wenn ihr die Zahl dahinter anschaut, 800 bis 1400 Liter Wasser pro Minute, auch das muss ich erstmal irgendwo herbekommen. Also auch das ist ein Mittel, das ich erst einsetzen kann, wenn abzusehen ist, ich muss hier die Riegelstellung länger aufrechterhalten. Wasser ist inzwischen genügend da. Und um mein Personal aus dem Gefahrenbereich zu bringen, verwende ich das Hydroschild. Wichtig dabei ist aber auch beim Hydroschild muss ich einfach immer noch zusätzlich einen Trupp mit C-Rohr bereitstehen haben. Weil das Hydroschild macht zwar eine gleichmäßige Wasserwand, aber um eventuell punktuelle auftretende Hitzeschäden am Nachbargebäude zu überwachen und gegebenenfalls auch zu bekämpfen, brauche ich zusätzlich ein C-Rohr, das hier noch zusätzlich die Aufsicht führt. Und natürlich dann kann ich auch Wasserwerfer in irgendeiner Form einsetzen. Die können auf der Drehleiter montiert sein, das können mobile Wasserwerfer sein, je nachdem, was ich habe. Aber auch da sind natürlich hohe Wassermengen erforderlich. Das Wenderohr der DLK habe ich gerade schon mit angesprochen. Nochmal die Aufgaben für euch als Feuerwehrleute zusammengefasst. Was ist wichtig, wenn es heißt Riegelstellung, Nachbargebäude schützen? Die Nachbargebäude sind zwingend vor der Hitze und vor Funkenflug zu schützen. Es kann auch sein, dass ihr zur Riegelstellung in einer Gasse eingeteilt seid, wo man gar nicht sieht, das Feuer gar nicht mehr sieht, weil das hinter einem anderen Objekt ist. Aber deswegen ist das trotzdem eine wichtige Aufgabe für euch, dort die Aufgabe durchzuführen. Weil es kann eben durch Funkenflug passieren, dass plötzlich auch Objekte in größerer Entfernung anfangen zu brennen. Und um dies zu vermeiden, hat der Einsatzleiter vermutlich entschieden, hier einen zusätzlichen Trupp aufzustellen. Zur Sicherheit. Verhindern, dass sich die Gefahr ausbreitet, in all den Formen, wie ich sie gerade angesprochen habe. Aber nochmal wichtig, die Aufgabe in dem Moment ist nicht, die Gefahr zu bekämpfen, sondern andere Objekte zu schützen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe euch noch ein anderes Beispiel mitgebracht, auch aus einem Einsatz. Hier mal ein Luftbild aus Marktheidenfeld, aus der Altstadt, aus der Untertorstraße. Der Einsatz liegt inzwischen schon über 10 Jahre zurück. Aber da hatten wir hier in diesem Bereich mehrere Gebäude, die in Flammen gestanden waren. Die Objekte waren nur schwer zu bekämpfen. Bedingt durch die enge Bebauung gab es eigentlich am Anfang nur die Untertorstraße, von der wir aus einen Angriff fahren konnten. Später dann auch über ein kleines, schmales Friedhofsgästchen von hinten durch den Garten. Auch hier wurde mit Riegelstellung gearbeitet. Nach hinten raus war das nicht möglich oder da war nichts, was wir hätten schützen können. Aber ihr seht es angedeutet hier durch diese blauen Zacken und diese
blauen Linien, die sollen darstellen, dass in den zwei Nachbargebäuden links und rechts der Einsatzstelle jeweils ein Trupp mit Atemschutz und C-Rohr im Dachstuhl gesessen war. Die hatten da nicht wirklich was zu löschen. Aber ihr Auftrag war, zu verhindern, dass sich das Feuer durch das Dachgebälk oder vom Dach aus auf die Nachbargehäuse, auf die Nachbargebäude weiterentwickelt und weiterziehen kann. Auch das war ein undankbarer Job für diese Trupps. Ich kann mich noch gut erinnern, dass man den einen oder anderen Trupp, wenn man gesucht hat, ist man ins Gebäude rein, Trupp war nicht mehr da, weil er nicht erkannt hat, welche wichtige Aufgabe es ist, in einem dreckigen, dunklen Dachstuhl zu sitzen und einfach darauf zu warten, dass hoffentlich nichts passiert. Aber für den Einsatzleiter ist es eine Rückversicherung, dass wir das Feuer da halten können, wo es sich aktuell befindet. Ich habe dazu nochmal zwei Bilder mitgebracht, die zeigen, wie das Objekt nach dem Einsatz ausgesehen hat. Ihr seht hier die eine Giebelwand des Nachbargebäudes. Hier war der Originalgiebel von dem abgebrannten Haus. Ihr seht, in der Giebelwand war ein Fenster. Dieses blau mit blauer Folie zugemachte Teil war ein Fenster. Also hier wäre eine wunderbare Übertrittsöffnung für das Feuer in das Nachbarhaus gewesen. Auch oben die Dachlatten, das Dachgebälk liegt an der Kante frei. Auch hier hätte das Feuer problemlos überlaufen können. Hier ist es uns gelungen, das Feuer wirklich auf Höhe der Mauer aufzuhalten. Auch dadurch, dass eben ein Trupp im Gebäude war und dies überwacht hat. Auf der Nachbarseite, seht ihr, ist es ein bisschen anders gelaufen. Hier konnte nicht verhindert werden, dass sich das Feuer im Spitzboden ausgebreitet hat und auch ein ganzes Stück im Spitzboden weitergelaufen ist. Obwohl auch in diesem Objekt ein Trupp war. Aber A, war die Situation in diesem Dachstuhl ganz anders als in dem gegenüberliegenden. Es war enger, es war verwinkelt. Das Gebäude war zu der Zeit unbewohnt, das heißt, wir hatten wesentlich länger zu tun, bis wir überhaupt einen Zugang zu diesem Gebäude hatten. Bis wir die Treppen in den Spitzboden gefunden haben, gab es einfach eine Verzögerung. Und so war dann letztlich das Übergreifen nicht ganz zu verhindern. Aber ich möchte behaupten, ohne einen Trupp in diesem Gebäude hier, hätten wir auch dieses Gebäude über kurz oder lang verloren. Von daher appelliere ich nochmal an euch, Riegelstellung, Verteidigen ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Feuerwehreinsatzes, auch wenn er für den Trupp erstmal undankbar scheint. Die letzte Möglichkeit, die wir einsatzmäßig haben, der Rückzug. Rückzug wählen wir immer dann, wenn wir eine Gefahr nicht oder zumindest momentan nicht beherrschen können. Wir wählen ihn, um uns selber in Sicherheit zu bringen. Rückzug ist auch durchaus ein Mittel, das der Trupp selber anwendet. Wenn der Trupp im Innenangriff sich einer Gefahr gegenüber sieht, die er glaubt, nicht beherrschen zu können, wo er sich selber in Gefahr sieht, dann muss er selbstständig für sich entscheiden, ja, wir treten den Rückzug an. Das kann der Einsatzleiter draußen auf der Straße an der Einsatzstelle nicht. Das muss der Trupp selber entscheiden. Wichtig ist aber, wie alle Entscheidungen, die der Trupp für sich selber trifft, nach außen kommunizieren, dass der Einsatzleiter auch weiß, was da drin vorgeht. Er kann es halt nicht sehen. Den Gefahrenbereich verlassen, auch das ist eine Form des Rückzugs. Ich begebe mich so weit nach hinten, dass ich von Ziegeln nicht mehr getroffen werden kann, dass ich außerhalb des Trümmerschattens eines Gebäudes bestehe. Das heißt nicht zwingend, dass ich meinen Angriff ganz vernachlässige, aber in der momentanen Situation muss ich mich ein Stück zurückziehen, um wieder sicher weiter angreifen zu können. Den Innenangriff ganz abbrechen, auch das habe ich ja gerade angesprochen, sich selber in Sicherheit bringen,
Der Angriffstrupp erkennt, die Situation wird mir hier zu heiß, ich muss den Angriff abbrechen. Vielleicht kommt dieser Befehl auch von außen. Der Einsatzleiter bricht den Innenangriff ab. Wo das vielleicht auch öfters mal vorkommt, ist, wenn einer der klassischen Discounter brennt. Die Dachstühle von diesen gängigen Discountern, die es gibt, die alle gleich aussehen, sind mit Nagelplattenbinder hergestellt. Wenn es da zu einem Feuer kommt, gibt es in kürzester Zeit ein Versagen im Dachstuhl und der Dachstuhl bricht unvermittelt zusammen. Jetzt kann es eben sein, dass ein Angriffstrupp den Laden betreten hat über die Eingangstür. Er findet in dem Laden gar nicht groß was. Es ist ein bisschen rauchig, es ist dunkel, er kann kein Feuer erkennen. Also offensichtlich erstmal keine große Gefahr. Aber der Einsatzleiter erkennt von außen typische Symptome, dass es vermutlich in kürzester Zeit zu einem Durchzünden des Dachstuhls kommt. Wenn das passiert, ein Durchzünden des ganzen Dachstuhls, handelt es sich wirklich nur um wenige Minuten, bis dieser Dachstuhl einbricht. Auch dann wird vom Einsatzleiter, wenn er die Gefahr erkennt, der Befehl kommen, sofortiger Rückzug. Da appelliere ich auch an euch, wenn dieser Befehl kommt, zurückziehen, auch wenn ihr ihn nicht versteht. Derjenige, der diesen Befehl anordnet, denkt sich dabei was und trifft eine Entscheidung, die für euch wichtig ist und die vielleicht euer Leben retten kann. Also auch da, auch wenn man den Einsatzbefehl nicht unbedingt versteht, unbedingt befolgen. Rückzug kann natürlich auch ein Mittel sein, um sich einfach erst nochmal neu zu sortieren. Wir wissen alle, gerade bei unübersichtlichen Situationen, die ersten Minuten sind recht chaotisch. Bis man mal einen Überblick der Lage hat, bis der Einsatzleiter sich orientiert hat, bis die ganzen Kräfte mal angekommen sind und sortiert sind, kann es vielleicht nötig sein, einzelne Gruppen oder Fahrzeuge zurückzuziehen, um sich dann geordnet neu aufzustellen und einen neuen Angriff zu planen. Ihr merkt auch, diese vier Strategien, die ich euch hier vorgestellt habe, sind nicht einzig und allein immer eine ist die richtige, sondern wir müssen diese Strategien in unterschiedlichen Formen abwechselnd oder gleichzeitig einsetzen. Das Befehlsschema oder das Entscheidungsschema des Einsatzleiters ist, die Lage erkunden, die Lage bewerten, eine Entscheidung treffen, einen Befehl geben und schauen, ob die angeordneten Maßnahmen funktionieren. Und sobald der letzte Punkt erreicht ist, fängt die Spirale wieder von vorne an. Ich muss die Situation wieder beurteilen. Ich muss sie neu bewerten, ich muss eine neue Entscheidung treffen und gegebenenfalls einen neuen Befehl ausgeben. Und von daher, die Mischung macht's. In der Regel verwenden wir mehrere Strategien gleichzeitig. Es kann sein, dass ein Trupp eingeteilt wird, um das Nachbarhaus zu schützen. Gleichzeitig wird das nächste Fahrzeug schon zum Angriff eingeteilt. Und der dritte Trupp ist damit beschäftigt, Personen zu retten. Drei Strategien, für jeden Trupp eine andere und die werden durchgezogen. Wie gesagt, ich appelliere da nochmal an euch. Und wenn die Gruppe, der Trupp zum Verteidigen eingeteilt ist, dann ist es wichtig, dass er auch diese Aufgabe ausführt. Auch wenn die Trupps nebendran munter ins Feuer spritzen und Feuer löschen dürfen, was wir ja eigentlich auch wollen, was uns ja Spaß macht, der Verteidigungstrupp ist der Verteidigungstrupp. Der ist deswegen nicht weniger wichtig. Oder der Einsatzleiter hat die Leute weniger lieb und teilt sie zu so einem blöden Job ein, irgendwo im Dachstuhl sitzen. Nein, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die aber oft leider verkannt wird. Aber die hilft, dass wir das auch den Einsatz ordentlich abarbeiten und den vorgefundenen Schaden auf das Maß eingefrieren, den wir vorgefunden haben.
Jede Einheit muss deshalb ihren Auftrag ausführen, den sie bekommen hat. Eine eigenständige Taktikänderung darf eigentlich nicht stattfinden. Nur nach Rücksprache mit dem Einheitsführer, mit dem Einsatzleiter. Es sei denn, das muss ich wieder einschränken, es handelt sich um einen Rückzug, weil ich in akuter Gefahr bin. Dann geht natürlich die eigene Sicherheit vor. Aber wie vorhin auch angesprochen, heißt es dann zurück und sofort eine Lage abgeben und sagen, hey, wir mussten uns zurückziehen, weil uns Trümmer auf den Kopf fallen, weil irgendeine Situation in der Einsatzstelle ist, die wir so nicht beherrschen können. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich euch damit sagen wollte. Angriff ist das eine, Angriff macht Spaß, Angriff ist das, was unser Ziel ist. Aber die anderen Strategien, die anderen Taktikteile sind genauso wichtig und müssen genauso sicher und zuverlässig ausgeführt werden wie der Löschangriff. Zum Schluss des Einsatzes werden wir irgendwann sicher alle zum Angriff übergehen und verlassen die Einsatzstelle erst, wenn wir die Gefahr beseitigt haben, wenn das Feuer gelöscht ist, wenn sich der Erfolg eingestellt hat. Aber gerade am Anfang kann es durchaus sein, dass wir andere Ansätze wählen müssen, um wirklich Erfolg zu haben. Aus den Gründen, die ich genannt habe. Mangelndes Personal, mangelnde technische Ressourcen, mangelnde Löschmittel. Das waren die Punkte, die ich heute euch nahebringen wollte, die mir wichtig erscheinen. Ich will auch gar nicht die Ausbildung heute unnötig in die Länge ziehen. Ich denke, mit einer halben Stunde ist das auch gut getan. Wichtig ist mir einfach nur, dass ihr versteht, was will der Einsatzleiter von mir, was geschieht an der Einsatzstelle, wie arbeiten wir. Von daher wünsche ich euch noch einen schönen Abend, viel Spaß, genießt die freie Zeit und das Wochenende. Und ich hoffe, wir sehen uns bei nächster Gelegenheit zum nächsten Thema wieder.